Der reagiert nur die Maus nicht, okay. Okay. Ja, also zum. Da wir, also mein erstes Feld eben Zweck der Verarbeitung. Nach Datenschutzgrundverordnung muss jede Verarbeitung, die ich in Betrieb habe, mit der ich personenbezogene Daten verarbeite, muss einem bestimmten Zweck dienen. Und die Daten dürfen dann auch nicht zweckfremd verwendet werden. Deswegen ist da eben dient zur Erfassung der HLA-Merkmale für Knochenmarkspende und solche Dinge. Ja. Dann die Rechtsgrundlage, da könnte man stattdessen auch ein Dropdown-Menü machen. Ja. Also, ich habe da jetzt einen Freitext eingeführt. Eigentlich gibt es abhängig von der Datenart, die verarbeitet wird, gibt es eine abschließende Liste von Rechtsgrundlagen, auf deren Basis ich die verarbeiten darf. Eigentlich sind es nur 6 Rechtsgrundlagen, die könnte man da genauso hinterlegen. Also das war nur eine Idee, die mir erst zu spät gekommen ist, nachdem ich das schon fertig gehabt habe. Dann schreibt die DSGVO zwingende Löschstrategie vor. Das heißt, Daten, je nachdem, auf welcher Rechtsgrundlage die Daten verarbeitet werden, muss sie die Daten, nachdem ich es nicht mehr brauche, auch irgendwann wieder mal löschen. Ja. Und in dem Fall ist es halt so, dass nach dem 61. Lebensjahr kommt ein Spender nicht mehr in Frage als Spender, und spätestens dann muss halt gelöscht werden. Ja. Außerdem Durch das, dass das in ein übergeordnetes zentrales Register geschrieben wird, muss eben auch ein Löschantrag an die ZKRD übermittelt werden. Und wenn durch das, dass die Rechtsgrundlage die Einwilligung ist der betroffenen Personen, muss das natürlich auch gelöscht werden, wenn die Person ihre Einwilligung widerruft. Und es ist festgeschrieben, dass Löschvorgänge protokolliert werden müssen. Ja. Und dann ist dieser Punkt, wo ich habe, welche IT-Services verwende ich. Ja, das ist so ein Auswahlverfahren, ja, da kann ich eben diese verschiedenen IT-Services könnte ich dazu weisen. In unserem Fall ist es eben diese Datenbank der Datenartensuche, das und andere, und das sind die Services. Also gibt es die 2 IT-Services, die Finanzspendenverwaltung und die Knochenmarkspendenverwaltung, und in unserem Fall ist halt die EMDB Knochenmarkdatenbank der IT-Service hinterlegt. Können wir uns nachher noch anschauen, wie man dann die Verknüpfung dazu sieht. Und dann folgt eben eine genaue Beschreibung des Ablaufs, ja, wie erfolgt zur Typisierung und wie kommen die Daten ins System und wie sind es, am Ende kommen die auf einen kryptografisch gesicherten USB-Stick und werden dann in den Räumlichkeiten von Geben für Leben in die Datenbank eingegeben, und sollte eigentlich Ablaufbeschreibung heißen bei einer Online-Typisierung. Also man kann sich dort auch registrieren über Webformular und bekommt dann so eine Probe mit einem Speichelabstrich zugeschickt, und wie das gehandelt wird und wenn die Typisierung zu Ihnen ins Haus kommt, dann wird das an ein Labor übermittelt. Das in dem Fall ist dann erfolgt einerseits mit einem Boten, werden die Proben über mich verschickt nach Deutschland, in dem Fall nach Bayern, und im selben Zug wird ein PGP verschlüsseltes Mail an das Labor geschickt, wo die Kennung dieser Pseudonymisierungsschlüssel hinterlegt ist, der auch auf dem Barcode auf der Probe draufpickt, und so ist halt dieser Ablauf, und die schicken halt dann auf dieselbe Art und Weise auch wieder PGP verschlüsselt zurück. Bei dem System ist der Private PGP Key hinterlegt, sodass nur der dann die Ergebnisse wieder auslesen kann und automatisiert in die Datenbank eingetragen wird. Dann gibt es halt irgendwann, während die Daten in das deutsche zentrale, fragen Sie mich nicht, für was ZKRD steht, zentrales irgendwas, Register,
ja, übermittelt, und zwar nur die Heil-Amiak-Male und der pseudonymisierte Satz. Wenn irgendwo auf der Welt jemand an Leukämie erkrankt, dann sucht das Krankenhaus in der internationalen Datenbank genau nach diesen Heil-Amiak-Malen, und ich glaube, das ist zwischen 1 zu 500.000 und 1 zu 2 Millionen ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Treffer, also dass genau zwei Personen zusammenpassen. Und wenn sie eben so einen Treffer ergibt, dann kontaktiert das zentrale Register dann wieder den Freigeben für Leben mit diesem pseudonymisierten Key, und die kontaktieren ihrerseits dann wieder den Spender, dann wird halt dieser, sie nennen das dann Work-up, ja, also wenn der noch immer bereit ist zu spenden und ärztliche Untersuchung ergeben hat, dass das auch noch immer in Ordnung ist, dann wird das ans Krankenhaus gemeldet, das Krankenhaus, und ab dem Moment gibt es dann eben diesen sogenannten Work-up, wo dann die direkte Verbindung zwischen dem Krankenhaus in Brasilien oder wo das dann auch immer sein mag, zu dem österreichischen Spender herstellt. Und am Ende gibt es noch das Follow-up, wo eben nach 6 Wochen und ich glaube 6 Monaten kontaktiert der Verein dann den Spender noch einmal, erinnert ihn, dass er noch einmal zu einer ärztlichen Untersuchung gehen sollte, zum Schauen, ob es irgendwie einen Eisenmangel gibt oder so nach dieser Stammzellenspende. Ja, das ist die... Das sind eigentlich fast schon die Angaben, die nach der DSGVO verpflichtend sind. Und dann gibt es noch die Datenarten. In dem Fall werden beide Arten übergeben. Also das ist auch wieder so eine Zuweisungskategorie. Die Datenarten und Datenkategorien, die man vorhin konfiguriert habe und eingegeben habe, kann ich da jetzt wieder als Zuweisungskategorien zuweisen. Also da könnt ihr jetzt andere Datenarten, also in dem Fall habe ich es eh schon zugewiesen als kategorisiert zusammengefasst, aber ihr könnt mir jetzt eine einzelne Datenart nachher, und dann würde ich da zusätzlich hätte ich da jetzt die Wohnadresse drinnen. Also das sind lauter Dinge, die ich an einer Stelle irgendwo einmal konfiguriert habe und dann an anderen Stellen wiederverwenden kann. Dann muss ich Datenübermittlungen dokumentieren, geplante Datenübermittlungen. Ja, das ist halt wieder die. Haben wir das sowas an? Wenn man. Der Artikel 49 sieht dann noch so oder Garantien von Drittländern vor, wenn ich das in ein Drittland. Exportieren oder übermitteln würde, dann müsste ich halt dementsprechende Datenschutzgarantien da definieren. Das ist auch wieder so eine selbst erweiterbare Liste, die man selber erweitern kann und diese Garantien dazu weisen kann. Dann ist der Empfänger, das gehört natürlich auf Nein gestellt, weil das ist die Knochenmarkspende Bayern, wird das übermittelt und das ist kein Drittland. Sondern das ist in der EU gelegen. Deswegen sind eben diese Garantien da nicht zu befüllen. Und da immer, unter welchen Umständen wird das dorthin übermittelt. Dann habe ich Datenzugriffe. Das ist in dem Fall sehr einfach, weil alle Mitarbeiter haben da einfach auf alle Daten Zugriff. Das sind in dem Fall 2 Mitarbeiterinnen. Und die haben einfach die Berechtigungen, die dürfen einfach auf alle Daten zugreifen. Und die haben halt entsprechende Datenschutzerklärungen unterschrieben, dass sie nicht für andere Zwecke zugreifen dürfen, als dem Vereinszweck entsprechen. Aber da könnte man eben sehr, sehr fein strukturiert dokumentieren, welche Benutzergruppen haben welche Zugriffsberechtigung auf welche Datenart. Dieses Matching kann ich mir da dokumentieren. Dann muss dokumentiert werden nach der DSGVO, wer ist der Verantwortliche, wer ist gegebenenfalls Auftragsverarbeiter, welche Personengruppen sind die Betroffenen.
und wer ist gegebenenfalls der Datenschutzbeauftragte. Also das kann ich mir da über die, die sogenannten, über die Kontaktzuweisungen zum Verfahren wieder zuweisen. Und die DSGVO sieht auch eine verpflichtende Datenschutzfolgenabschätzung vor. Das heißt, Datenschutzfolgenabschätzung muss gemacht werden, wenn, also bevor man ein neues Verfahren in Betrieb nimmt, muss Risikoanalyse gemacht werden. Ja. Und wenn ein voraussichtlich hohes Risiko besteht, dann muss eben so eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Und die, das ist in dem Fall, also diese da, das wäre wieder so zum ein reines Textdokument, das man da generieren kann. Das Risikomanagement selber habe ich mir so organisiert, dass ich die, ein Risiko geht immer von einer bestimmten Bedrohung aus. Ja? Zum Beispiel mag die Bedrohung sein, ein nicht autorisierter physischer Zugriff auf den Server, auf dem das abgearbeitet wird. Ja? Und ich habe immer drei Sicherheitsziele. Ja? Das ist die Integrität der Daten, das ist die Verfügbarkeit der Daten und das ist die Vertraulichkeit der Daten. Das ist ja genau so, in der DSGVO steht das drinnen, ja? Ist aber an sich auch nichts Neues. Und das ist halt ein Minimalrisikomanagement, habe ich mir da gebaut. Ja? Nämlich, dass ich sage, okay, ich beschreibe mal, was ist denn der potenzielle Schaden? Ja? Durch physischen Zugriff auf den Server sind praktisch alle Daten kompromittiert. Und also der maximale Schaden, der entstehen kann. Ja? Und eben da auch sensible Daten drinnen stehen, wie Schwangerschaften, abgebrochene Schwangerschaften, Krankheiten, die jemand hat, sind das wirklich sehr, sehr sensible Daten. Und ist in dem Fall ganz, ganz eindeutig mit sehr hoch zu beurteilen. Wie macht man Risikomanagement normalerweise? Das ist, es wird unterschieden zwischen quantitativem und qualitativem Risikomanagement. Ich mache eigentlich, wenn, dann nur qualitatives Risikomanagement und mache eben in der Policy, die ich zuerst schon erwähnt habe, die sowieso geschrieben werden muss, mache ich mal Definition, was bedeutet denn Risiko normal, Risiko hoch oder Risiko sehr hoch. Und so, dass das im Nachhinein dann auch wieder nachvollziehbar ist, weil es eben in der Policy festgehalten worden ist. Also wenn ich zu dem Risiko kommt, Risiko sehr hoch, dann muss ich mal Maßnahmen wählen, wie dieses Risiko manage. Und das ist auch wieder so ein Listenfeld, so ein selbst erweiterbares, wo ich dann halt sage, ja, Backup-Dateien müssen eben örtlich getrennt aufbewahrt werden und Backups müssen regelmäßig durchgeführt werden, damit zumindest, wenn der Server wegkommt, die Daten noch vorhanden sind. Aber die Infrastruktur darf nur in geschlossenen und versperrbaren Räumen betrieben werden. Das darf von außen nicht sichtbar sein, dass da Serverinfrastruktur drinnen steht. Es darf nicht im Erdgeschoss sein, es muss irgendwo oben, es muss versperrt sein. Und Serverräume verfügen über Rauchmelder, so die klassischen Maßnahmen, die man zum Schutz sowieso meiner IT-Sicherheit normalerweise mache. Ja, das wäre eben dann dieses Risikomanagement und eigentlich bin ich mit dem dann genauso unbeabsichtigtes Löschen. Ich kann mir da meine Bedrohungen, von wo die ja immer herkommen, ob ich mir die selber überlege oder ob ich zum Beispiel im Bedrohungskatalog vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die haben so einen Bedrohungskatalog, den könnte man da zum Beispiel importieren. Die haben das im HTML-Format, die stellen die das zur Verfügung, kann ich mir skripten und diese Bedrohungen importieren und dann eben meine entsprechenden Maßnahmen setzen. Aus dem heraus kann ich mir dann mein Privacy Impact Assessment generieren und diesmal Privacy Impact Assessment bei der Datenschutzbehörde vorstellig werden, die dann wahrscheinlich nicht reagieren werden. Aber also das Verfahren sieht nicht vor, dass man auf eine Genehmigung warten muss,
Das macht die Datenschutzbehörde auch nicht, sondern die machen, geben dann Empfehlungen ab, wie man das Risiko anders managen muss oder wie, oder untersagen die Verarbeitung komplett. Also wenn es zur Einsicht kommen, das Risiko ist zu hoch. Und jetzt mal grad schauen, ob. Genau, das wäre eben die Policy, die Verfahren und der Vertrag. Und damit bin ich eigentlich mit meinen Dokumentationspflichten durch. Wenn ich das mache, bin ich der Meinung, dass man nach Datenschutzgrundverordnung Compliance erreicht hat, dass man den Dokumentationspflichten nachgekommen ist. Und das habe ich jetzt da total schnell durchgemacht. Ich habe nur eine halbe Stunde gebraucht, hätte nur eine Viertelstunde. Das heißt, wenn es Fragen gibt, könnte man die jetzt da noch richtig im Detail bearbeiten. Bitte. Das ist sehr, sehr schön, um das Ganze zu dokumentieren. Ja? Wie würdet ihr dann vorgehen, wenn jetzt dann wirklich eine Anfrage kommt und dann also mal einmal nur von einer ganz normalen Anfrage, wenn jemand anfragt, was habt ihr alles für Daten über ihn gespeichert? Mhm. Und ihr müsst ihm das jetzt dann zurückliefern und das ist ja mit der Datenschutzgrundverordnung dann jetzt auch, sind ja die Zeiten, in denen man das zurückliefern muss, jetzt auch viel kürzer als bisher. Ja. Ja. Wie kann das Tool euch helfen, sozusagen da relativ rasch und schnell und vollständig den Leuten zu antworten? Okay. Also was ich bis jetzt gehabt habe, sind Anfragen, wo die wissen wollten, wie wird genau mit den Daten umgegangen und was wird von ihnen verarbeitet. Ja. Das habe ich eben mit diesem, indem ich im Prinzip diese Angaben zum Verfahren, habe ich das schon alles auf Knopfdruck, kann ich das so per E-Mail einmal verschicken. Wenn jemand wirklich die über ihn verarbeiteten Daten haben will, dann ist das in dem Fall sehr einfach, weil das sind sehr überschaubar. Ja. Das ist ja, das passt in HTML-Formular, passt das rein. Und das kann man auch exportieren an einen einzelnen Datensatz und der ist auf einem A4-Blatt, kann man den in dem Fall übermitteln. Wird aber jetzt in komplexeren Umgebungen so nicht helfen. Aber wenn ihr zwei Mitarbeiter habt, die ja alle Daten bearbeiten, ja, reden wir von einer Fachhochschule ja zum Beispiel, wo ich unterschiedliche Datenarten habe, auch die, was ich nicht nur in einer Datenbank liegen, sondern teilweise auch, dass ich die Mensa hat, eigene Daten, ja, die Studierenden, das Zutrittssystem, mhm, die Universität, das sind teilweise unterschiedliche ja Daten, die man abfragen muss, mhm, und wo man auch vielleicht bei so einer Beantwortung dann auch das ein bisschen tracken muss, von wem sind schon überhaupt Daten da und ja muss ich noch warten und so weiter. Die Leute, die ihr habt, sind auch Leute, die das alle freiwillig tun. Das heißt, die werden wahrscheinlich nachher auch nicht so viele anfragen wie Studenten, die vielleicht auf die Universität. Ja, die das auch mal ausprobieren wollen, ja, wie denn das geht. Ja. Machen wir jetzt ja ein bisschen Arbeit. Ja. Ja. Also, das ist das Bedrohungsszenario auch nicht so da. Ja. Was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, wäre so eine meine Information, wie dadurch, dass die Dokumentation da schon mal ja gut da ist, mhm, ja, dass man sagt, okay gut, man könnte daraus vielleicht schon automatisiert ein paar Informationen mhm rausgeben. Also man sagt, okay gut, das ist alles in dem und dem Tabelle steht das drin, ja, da könnte man vielleicht sogar auf Knopfdruck schon mhm ein paar Informationen rausschicken. Mhm. Also, wenn jemand eine Auskunftsbegehren hat, dann ja könnte man gewisse Informationen schon da rausspucken oder so eine Art Tracking, von wem sind schon die Informationen da, wann ja kann ich dem Antragsteller ja so. Also man, was, wobei es hilft, ist, dass ich weiß, wo können, in welchen Systemen können denn überhaupt Daten von dem drinnen sein. Ja? Dafür, dafür hilft es, aber die Daten selber kriege ich da über das nicht aus. Also nicht ohne irgendein Bindeglied dazwischen. Ich glaube auch, dass die Systeme dazu unterschiedlich sind. Ja? Also ob das jetzt, das ist ja ganz was anderes, ob das jetzt da irgendwie in einer Lohnverrechnung die Daten liegen oder ein E-Mail-System, also ist für mich schwer vorstellbar, dass man das irgendwie automatisieren kann. Am ehesten hilft es dabei eben, dass man schaut, wo könnten noch Daten von dieser Person liegen, weil sie zu der Personengruppe gehört. Die zweite Frage ja ist, wenn also das Auskunftsbegehren ist, also mal eine recht einfache Geschichte, mhm, noch schwieriger wird es dann, wenn es darum geht, dass die Leute ein Löschbegehren machen. Also ja sagen, ich hätte ganz gerne meine Informationen gelöscht. Mhm. Mhm. Seht ihr das auch vor und wie habt ihr das geregelt? Wird immer alles gelöscht oder teilweise mit Anonymisierungen, um sozusagen weiter Statistiken oder Data Warehouse abfragen? Das wird
anonymisiert, richtig. Ja, also es wird die Daten, die alle Kontaktdaten werden gelöscht und es wird dieser Unique Key wird gelöscht, aber der Datensatz an sich, die HLA-Daten, bleiben dann im System. Verschließliche Zwecke und. Ja, genau. Also man kann eben nachher schauen, okay, da war ein Datensatz, der war mal. Ja, genau. Genau. Und eben wie da gesagt, da ist es sehr überschaubar. Also sonst mit Löschanfragen ist es ja oft schwierig, weil ich ja gerade in einer relationalen Datenbank dann verknüpfte Datensätze habe und dann hätte ich irgendwie verwaiste Datensätze, wo man ist Datenbankdesign, ist Löschen ja schon nicht möglich macht. Ja. Würde Sie das da auch reinschreiben, zum Beispiel zu sagen, okay, welcher Teil kann gelöscht werden? Ja. Welcher Teil wird anonymisiert, welcher Teil muss aufgehoben werden bei der. Das würde in der Löschstrategie, würde das. Also in der Löschstrategie, die beim Angaben zum Verfahren habe, würde das reinschreiben, welcher genau von dem spezifischen Verfahren, welche, wie wird das Löschen durchgeführt. Weil das habt ihr durchgeführt. Sogar in eurem Programm drinnen, dass die Leute mit 61 herausgelöscht genau, werden. Genau. Das muss ja nicht einmal wer kommen, der sagt, bitte löscht meine Daten. Wieder, richtig, sondern, ja. Sondern mit 61 muss genau, es genau, eine genau, Strategie geben. Genau, ja. So ist es auch, ja. Ah ja, und das wollte ich noch herzeigen, also wie diese Schlüssel dann, oder die Entschuldigung, wenn es noch Fragen gibt, natürlich bitte gern. Aber sonst hätte ich noch kurz hergezeigt, wie diese über die Services. Bin ich jetzt da richtig? CMDB Explorer. Dann machen wir es anders. Über andere. Und da gibt es eben diese IT-Services. Und dann kann ich mir eben grafisch auch darstellen lassen, wie das genau zusammenspielt. Ja. Also das fällt nachher so aus einer Baumstruktur auseinander, welche verknüpften Datensätze habe ich. Also kann man sie dann auch exportieren lassen und dann kann ich den einzelnen Fäden nachgehen, wo das verarbeitet wird. Ich glaube, das könnte ich jetzt dann zum Beispiel auch als Root setzen. Okay, krieg jetzt da. So schnell nicht her. Oder? Ja, da sehe ich halt jetzt da die verschiedenen Datenarten und die Organisationen und wie das verknüpft ist und welche Services verwendet werden und solche Dinge. Also auf die Art und Weise würde es mir schon unterstützen, zumindest bei der Recherche, wo muss überall nachgehen. Bitte. Es ist mir so unangenehm, ja. Ich wollte es im Open-Source-Produkt machen, nur ich habe das, ich habe eine gekaufte Lizenz, ja. Und deswegen habe ich nicht darauf geachtet, dass es kompatibel ist zum Open-Source-Produkt. Also in dem Fall ist es jetzt Open-Source und wenn es mir nicht misslungen wäre, dann wäre ich heute mit Docker-Images gekommen und hätte jedem einen Link gegeben, dass er sich von unserer Website das Docker-Image runterlädt. Aber ich habe es nicht zum Laufen gebraucht in der Kürze dann. Ja. Also ich wollte diese selbstdefinierten Kategorien und Objekte in der Open-Source-Variante nachbauen und habe es nicht mehr geschafft. Es müsste eigentlich gehen, ja. Aber ja, ich habe es nachher nicht mehr hergegeben, mir ist die Zeit ausgegangen, mir ist die Zeit knapp geworden. Also das, was wir da jetzt sehen, ist die kommerzielle Version. So. Hat sich irgendjemand schon mit DSGVO auseinandergesetzt und glauben Sie, dass das genügt den Anforderungen? Also technisch so im Wesentlichen ja. Wahrscheinlich je nach dem Aufwand komplex. Ja, sicher. Ja. Okay. Ja. Von der Organisation auch, also wir haben bei uns 1300 Mitarbeiter ja. Ungefähr, okay, da geht es vielleicht noch. Ja, klar. Ja. Ja, okay. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann sage ich herzlichen Dank. Machen wir einen Sack zu und machen wir Ende. Danke.
dann. Von dir aus kann es losgehen. Von dir aus kann es losgehen, dann. Ja, dann möchte ich. Ich brauche keine Anmoderation, danke, ich moderiere mich selber an. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich möchte gleich mal pünktlich starten, da das auch mit der Technik funktioniert. Mein Name ist Christian Walli, ich komme aus Vorarlberg, aber wenn man es nicht so unbedingt hört, ich bin seit 15 Jahren selbstständig in Vorarlberg mit der Firma Don't Panic und wir machen für KMUs, begleiten die bei der Einführung von ITSM-Projekten. Unser zentrales Tool ist iDoIt, das ist ein CMDB, also für IT-Dokumentationen hauptsächlich gedacht und bauen um das herum andere Tools für Monitoring, Ticketing, Change Management, bauen wir die Tools rundherum, wir machen auch selber Softwareprojekte und bin voriges Jahr, hat mich der Verein Geben für Leben gefragt, ob ich für sie den Datenschutzbeauftragten machen würde. Der Freien Geben für Leben, die machen Spenden, eine Stammzellenspender-Datei. Die sammeln die HLA-Merkmale von Spendern und stellen die einer internationalen Datenbank zur Verfügung für Menschen, die an Blutkrebs oder einer anderen seltenen Blutkrankheit erkranken, um denen die Möglichkeit eines Stammzellenspenders zu geben, einen Stammzellenspender zu finden. Ah, prickelnd ist super, danke. Und es ist, also ich habe mich als Datenschutz bei der AG Daten vor 10 Jahren in etwa schon habe ich den Lehrgang gemacht zum Datenschutzbeauftragten und jetzt steht ja die DSGVO vor der Tür und ich bin als ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter für den Verein Geben für Leben vor dem Problem gestanden, dass ich ab Mai kommenden Jahres ein Verfahrensverzeichnis DSGVO-konformes haben muss. Und das ist der Grund, warum ich, und ja, ich beschäftige mich natürlich mit iDoIt und für mich war es dann naheliegend, dass ich versuche, die Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung in iDoIt umzusetzen. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Darf ich vorab fragen, ist iDoIt, ist das bekannt? Kennt das? Okay. Dann muss ich ein paar Worte zumindest zu iDoIt noch dazu sagen. iDoIt ist eine Software vom deutschen Softwarehaus Synetics, die kommen aus Düsseldorf. Die haben vor Jahren sind die konfrontiert worden von einem Kunden, die haben früher nur so Consulting gemacht, IT-Consulting und sind von einem Kunden konfrontiert worden, dass die wollten halt eine IT-konforme Configuration Management Database. Und aus diesem Kundenprojekt ist diese Standard-Software entstanden, iDoIt. Das gibt es in einer Open-Version. Unter iDoIt.org kann man sich die Open-Source-Variante runterladen und sie haben aber gleichzeitig eine kommerzielle Version mit einem etwas erweiterten Funktionsumfang, den man auf Subscription-Basis mieten kann oder was eine Kaufversion dazu gibt. iDoIt selber ist in PHP geschrieben, ist über einen Webbrowser zu bedienen, mit einer MySQL-Datenbank darunter und es gibt ein paar Dinge, die mir sehr gut gefallen an iDoIt, aber das Wichtigste für mich ist, dass es Schnittstellen bietet und über Schnittstellen mit anderen Tools kommunizieren kann. So gibt es zum Beispiel Discovery-Lösungen und ich kann die discoverten Devices in iDoIt pflegen. Ich kann aus iDoIt heraus zu einem Monitoring, zum Beispiel CheckMK, exportieren und kann dann automatisch die Objekte, die in iDoIt drinnen habe, automatisch dann auch monitoren, kann Change-Management-Prozesse abbilden und solche Dinge. Und iDoIt ist sehr generisch aufgebaut und das habe ich mir eben zunutze gemacht, um die Anforderungen von der Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Da gibt es nämlich jetzt diesen, was ich dann noch zur Terminologie heroben, das, wo da steht Software, Infrastruktur, andere Kontakte und Datenschutz jetzt neu, das sind die Objekttypgruppen. iDoIt nennt einen Server oder den Objekttyp Server oder virtueller Server, das sind eigentlich nur Container, die
irgendwelche Eigenschaften haben. Und je nachdem, welche Eigenschaften so ein Objekttyp hat, kann das halt einen Server darstellen oder einen Client darstellen, einen Bildschirm darstellen oder ein Stück Software darstellen. Das sind alles Objekte. In ITIL wären das Configuration Items. Und das, was wir da in ITIL, was ich in iDoIt immer Kategorien nenne, das wären eigentlich Attribute eines Configuration Items. Und diese Objekttypen sind zu Gruppen zusammengefasst und das sind eben diese Menüpunkte dann, das sind diese Objekttypgruppen. Und die Objekttypgruppe Datenschutz gibt es normalerweise nicht, wenn man iDoIt out of the box installiert. Jetzt gibt es aber da den Menüpunkt Verwaltung und unter CMDB-Einstellungen gibt es einen Quick Configuration Wizard. Und da sieht man wieder, wir haben die Objekttypgruppen, wir haben die Objekttypen und wir haben die Kategorien, also die Attribute der einzelnen Objekte. Und das lässt sich jeweils anpassen. Ja, ich kann da jetzt ein neues über den Button Neu, habe ich mir eine neue Objekttypgruppe Datenschutz angelegt. Und wenn ich jetzt da diese Objekttypgruppe Datenschutz anklicke, dann taucht mir auf, welche Objekttypen da drinnen auftauchen. Und wenn ich jetzt als Wichtigste ist, sind bei mir die Verfahren. Wenn ich auf die drauf klicke, dann sehe ich dann wieder die Kategorien, also die Attribute, die ich denen zuweisen kann. Und wenn ich bei den Kategorien letztendlich drauf gehe, dann sieht man, also da könnte jetzt der weitere Standardkategorien drauf geben oder dazu konfigurieren, dass die auch unter diesem Objekttyp Verfahren angezeigt und konfigurierbar sind. Und ich kann aber auch über diesen Link benutzerdefinierte Kategorien erstellen. Wenn man jetzt benutzerdefinierte Kategorie ist für mich Angaben zum Verfahren. Da wenn man Felder definiert, die genau das eintragen kann, was in dem Paragraph oder Artikel 30 in der Datenschutzgrundverordnung gefragt wird, nämlich was ist der Zweck oder die Zwecke der Verarbeitung, was ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, welche Löschstrategie verfolge ich und dann gibt es eben, das ist was sonst normalerweise, was nicht in der Datenschutzgrundverordnung steht, das sind IT-Services. ITIL kennt ja den Begriff der IT-Services und dementsprechend kann ich mit iDoIt IT-Services modellieren. Ja, ich kann sagen, ich habe ein Stück Software, das installiere ist auf einem bestimmten Server installiert und genau die Installation unterstützt mir einen IT-Service, zum Beispiel E-Mail. E-Mail wäre so ein IT-Service. Ich habe einen Postfix-Daemon, der läuft auf einem Linux-Server und genau die Kombination unterstützt halt unter anderem den IT-Dienst E-Mail. Und über die Zuweisung, das ist eine Objektbeziehung, wie man da konfiguriert, kann ich sagen, welche IT-Services braucht das Verfahren, damit das Verfahren funktioniert und habe damit den Brückenschlag zur gesamten Technik, die darunter liegt, also die verwendeten Datenbanken, die verwendeten Hardware, Software und so weiter. Standorte, wo es läuft, wer Zugriff hat und so weiter. Das sind eben diese, und so habe ich mir auf die Art und Weise habe ich mir eben benutzerdefinierte Kategorien gemacht. Zum Verfahren, zur Datenart, zur Datenübermittlung, Datenzugriffe und so weiter. Schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das dann tatsächlich ausschaut. Die wichtigste Kategorie für die Dokumentation von an personenbezogenen Daten sind natürlich die Datenarten. Ich habe das im Beispiel für diese Spenderdatenbank, sind das halt die Blutgruppe und Rhesusfaktor, Einverständniserklärung von den Spendern und E-Mail zur Kontaktaufnahme, freie Notizen, die HLA-Merkmale, das sind eben die genetischen Merkmale, die diese Aussage darüber geben, ob der Spender geeignet ist. Und dann weitere Kontaktdaten, Nachnamen, Schwangerschaften muss ich hinterlegen können. Und
diese und so, so ein Unique ID, mit dem die, in der internationalen Datenbank der Datensatz dann pseudonymisiert wird und aber den Link zurück auf die Spenderdatenbank von Geben für Leben hat. Und diese Daten, die kann ich zusammenfassen. Diese oder diese Datenarten, ja, die kann ich zusammenfassen, sage ich eben personenbezogene Daten. Die, da gehören alle die dazu, nämlich E-Mail, Nachname, Spendernummer und so. Und ich habe die zusammengefasst, die sich gleichartig behandeln lassen. Ja, die Datenschutzgrundverordnung kennt zwei Artikel, nach denen unterschiedliche Anforderungen an die Rechtsgrundlage gesetzt sind. Also wann darf ich die überhaupt verarbeiten? Das eine sind eben allgemein personenbezogene Daten. Das sind alle die, die da darunter fallen. Und dann gibt es die besonderen Kategorien. Das sind alle, wo Gesundheitsdaten ist, über sexuelle Orientierung, politische Einstellung. Dann gibt es noch über Strafverfolgung und Strafvollzug. Das sind so besondere Kategorien, für die gelten andere Anforderungen. Und die habe ich mir eben zur speziellen Datenkategorie zusammengefasst, damit ich dokumentiere, wer darf auf welche Daten wie zugreifen. Dann der nächste Punkt ist Policy. Da kann man, das ist ein Objekttyp, der nur andere Dokumente aufnehmen kann. Das bietet iDoIt sowieso. Ja? iDoIt hat die Möglichkeit, dass ich mir Dateizuweisungen mache, inklusive Versionierung. Da kann ich PDF-Policy oder in welchem Format das auch immer geschrieben ist, kann ich mir da immer wieder hochladen und in verschiedenen Versionen, also da wäre die Revision 1, habe ich jetzt da. Und da habe ich eben über das in Zugriff. Ja, dann gibt's, kann ich Kontaktzuweisungen machen, kann ich sagen, wer ist der Eigentümer von dieser, wer ist der Verantwortliche und in dem Fall ist, wer ist der Datenschutzbeauftragte. Also solchen Dateien, also Dateizuweisungen kann ich Rollen zuweisen. Und diese Rollen, die kann ich selber auch wieder erweitern. Ich kann mir da selber was reinschreiben und halt dann eine neue Rolle auf die Art und Weise definieren und diese Rolle dem Kontakt zuweisen, der bezogen wieder auf diese Datei. Policies sind nach der DSGVO notwendig, wenn anwendbar. Ja, if proportionate steht in der englischen Version drinnen, muss eben die Maßnahmen zum Schutz der Daten auch eine Policy umfassen. Ja, deswegen eben dieser Punkt Policy. Und dann gibt es noch den Punkt Vertrag. Ja, das ist eine Standardkategorie unter iDoIt. Da ist drinnen, jetzt in dem Fall ist es nur mein Vertrag noch, die Bestellung des Datenschutzbeauftragten habe ich da drinnen liegen. Ist wieder das Gleiche mit, bestimmte Informationen, aber eben auch die Dateizuweisung habe ich wieder drinnen. Ich habe Kontaktzuweisungen. Und wer aller Zugriff hat, auf und so kann man dort dokumentieren. Der kann auch Vertragsbeginn und Ende haben. iDoIt liefert auch solche Mechanismen mit, dass ich mal E-Mail schicken lasse für alle Verträge, die in den nächsten Monaten zum Beispiel auslaufen, dass ich mir automatisch an ablaufende Verträge erinnern lasse. Oder ich kann mal Reports erstellen, welche Verträge müssen heuer erneuert werden oder welche Verträge muss ich kündigen zu einem bestimmten Ablaufdatum und solche Dinge. Das kann ich mir da definieren drinnen. Und schließlich, der zentrale Punkt sind dann die Verfahren, bei denen das zusammengeführt wird. Der Verein hat jetzt da nicht viele Verfahren, das ist relativ übersichtlich und das wichtigste Verfahren ist eben dieses EMDP-Verfahren, das ist die Stammzellenspender-Datei.
Und dann der Menüpunkt, oder die Kategorie allgemein, die gibt es immer. Die wird automatisch, wenn ich einen neuen Objekttyp definiere, dann wird das immer automatisch auch angelegt. Und da sehe ich jetzt die benutzerdefinierte Kategorie Angaben zum Verfahren, die ich mal gemacht habe. Kann man das einigermaßen lesen oder ist das viel zu klein alles? Viel zu klein? Echt? Okay.